Frage. Könnt ihr euch noch mal erinnern an den einzelnen Stühlen, die es mal gegeben hat von den Japanern? Jetzt gibt es wieder sowas. Royal Enfield. Das ist aber wohl ein geiler Stuhl hier, oder sehe ich das falsch? 535 Kubik, 29 PS. ABS, Euro 4. Ein Traumbike, Maike, ein Traumbike. Die alten Zeiten sind wieder da. Die alten Zeiten mit den einzelnen Mopeds sind wieder da. Ich sag nichts mehr, ich sag nur eins. Wenn ich anschaue, dass dieses Teil von der Optik her ein Zylinder hat, wo ich nur sagen kann, hammergeile Optik. Und das alles für 6.390 Euro. Natürlich bei einer Mini-Finanzierung von 1,9%. Und die anderen, die haben auch noch, ihr habt ja gesehen auf meinem Video vorhin. Aber das Bike hier, der Café Racer, da ist jetzt schon im Internet die Hölle los. Das Ding ist einfach von der Optik her mega scharf. Die Sitzbank, Nähte drin. Total geil. Brembo-Bremsen. ABS. Motor, 2 Jahre Garantie. Schöneres Bike kann man sich gar nicht vorstellen. Also, Biker, mach's doch mal an hier. Da richtig den alten englischen Einzylinder. Okay, die Engländer und die Inder stecken unter einer Decke. Aber die Qualität ist absolute Sahne. Kommt vorbei. Steht hier. Und dieses Motorrad, was hier steht, wie ein Vorführmotorrad. Könnt ihr mitfahren. Ihr wisst Bescheid. Und was auch noch kommt von denen. Himalaya, ein super Enduro. Auch mit dem Motor. Abwarten, Jungs. So, mehr sage ich nicht. Vorbeikommen. Alles klar. Bruder Bikes, Lüdenscheid. Asphaltstraße. Ich habe keinen Alzheimer. Eins. Tschüss. Wünsche euch einen schönen Tag. Ich warte auf euch. Also. Habt ihr verstanden? Hinter mir. Roy Enfield. Alles klar. So. Wiedersehen. Tschüss. Ich trinke mir jetzt wirklich einen Kaffee. Ciao.